Hey YouTube und herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge Dishonored. Moment mal ganz kurz. Ich glaube, wir gehen mal zu Havelock. Ich habe jetzt erstmal ja alle getötet. Das heißt, hier sollte ja niemand mehr sein. Und ich weiß aber auch ehrlich gesagt gar nicht, was ich bei Havelock soll. Oh, das ist ja jemand da. Nur eine Notiz. Hauptmann Manning, wir haben die Verschwörer zum Hornpits Pub zurückverfolgen können. Durchsuchen Sie das Gebäude nach den Naturphilosophen Piero Joplin und Anton Sokolov. Tun Sie alles Notwendige, um die Aufzeichnung zum verbesserten Blitzpfeiler sicherzustellen, an dem beide gearbeitet haben. Unterziehen Sie beide einen gründlichen Verhör. Und wenn Sie alles gesagt haben, wenn Sie... was Sie über den Pfeiler wissen, töten Sie sie. Bringen Sie mir den Blitzpfeiler zusammen mit den Aufzeichnungen und Plänen. Die beiden mögen zwar zwei der begnadetsten Geister unserer Geister unserer Zeit sein, aber sie sind gleichzeitig auch Verräter, die mit Corvo daran gearbeitet haben, dieses Kaiserreich in den Abgrund zu stürzen. Solange wir nicht sicher sind, dass Corvo und seine Verschwörer unschädlich gemacht worden sind, behalte ich Kaiserin Emily Colin bei mir im Leuchtturm auf Kingsparrow Island. Okidoki. Also, dann gehe ich mal zu Callista. Alter, der sprintet aber ganz schön schnell. Lesen. Callista, machen Sie sich keine Sorgen. Ich glaube, dass es immer noch Hoffnung für Emily und Dunwall gibt. Ich denke nicht, dass Corvo verschwunden ist. Ich werde den Fluss nach ihm absuchen, aber wenn Sie von ihm hören, schießen Sie mit dem Signalwerfer, den ich in Emilys Turm versteckt habe, eine Leuchtrakete ab und ich komme zurück, so schnell ich kann. Halten Sie diesen Turm verschlossen, passen Sie auf sich auf. Emily wird ihre Hilfe benötigen, wenn sie alles vorbei ist. Achso, ich kann das jetzt die ganze Zeit lesen. Wallace. Mein lieber Wallace, wir sind zu einem sicheren, geschützten Ort unterwegs, von wo aus wir eine Machtübernahme koordinieren können. Mein Audiograf und die besten Weine vor Sonnenuntergang sollen an Bord des Schiffes gebracht werden. Heute Abend werden die Bediensteten für ihre Treue und ihre Arbeit belohnt werden. Lord Pendleton. Lydia, du findest nichts. Suchen? Okay, das haben wir ja. Das haben wir ja. So, wir... Ah, okay, da gibt's nichts. Gibt es denn hier noch etwas? Nee. Da lang geht's auch nicht. Und was, wenn ich jetzt hier lang gehe? Hops! Moment mal ganz kurz. So, kaputt. Nothing to do here. Okay, hier gibt's nichts mehr. Dann geh... Ach Quatsch. Ich muss... Samuels Signal. Ich muss nach oben. Dann, ja. Dann machen wir uns mal auf den Weg nach oben. Und schießen mal mit dem Signal drauf los. Und hoffen wir mal, dass Samuel zurückkommt. Ich will meine kleine Emily wieder in den Armen halten, mit ihr Verstecken spielen. Ihr Schweinehunde. Weg da! Drecksrattenpack. Oh! Oh, ich dachte gerade, hier ist jemand. Kugeln, Pfeile, Granaten. Audiograf. Ich weiß nicht, ob das hier jemand hört. Sie haben Emily mit dem Boot geholt. Ich weiß nicht, wohin sie gebracht wurde. Wer wird sich um sie kümmern? Ich konnte nicht einmal Lebewohl sagen. Ha, huh, okay, interessant. Ah, fucking Türen immer. Okay. Okay, und wo ist Samuel jetzt? Oh, der ist da hinten. Ach, der kommt auf uns zu. Interessant. Okidoki. Was gibt's denn hier eigentlich so? Nothing. Dann gehen wir mal zu Samuel. Samuel, du kannst mir sicherlich weiterhelfen und wir holen Emily zurück. Ich dachte mir, dass Sie hier sind. Wer gegen Sie wettet, kann ich gewinnen, oder? Habe das Signal gesehen. Wusste, dass Sie zurückkehren würden, Corvo. Sehr gut. Wir sollten ablegen. Mir steckt was in den Knochen und wenn es die Seuche ist, dann kann ich nicht dafür garantieren, das Boot noch lange steuern zu können. Okay. Ja. Wir fahren nach Kingsparrow Island. Gut. Eine letzte Reise dahin, wo der Fluss ins Meer mündet. Dort steht der neue Leuchtturm des Lordregenten. Soll wirklich sehenswert sein. Okidoki.
Dann schauen wir mal, was dort abgeht und was der Lord Regent macht. Gegner eliminiert 18, Leichen bewusstlos Personen, Emilys Bild gefunden, den Blitzpfeiler benutzt, bla bla bla. In Ordnung. Ach du Scheiße. Der Anführer der Verschwörung der Kaisertreuen haben sich in einem monumentalen Leuchtturm verschanzt, dem letzten Militärprojekt des Lord Regenten. Dort halten sie Emily fest, während sie versuchen, die Stadt noch fester in ihren Griff zu bekommen. Es ist eine Zeit, ihnen gegenüberzutreten und über deren Schicksal sowie ihre Zukunft von dann wohl zu entscheiden. Alles klar. Die Insel ist ein einziges Chaos. Die haben wohl gekämpft. Vielleicht um Emily. Kurz nach der Landung. Ich wette, der Admiral hält sie irgendwo im Leuchtturm gefangen. Wo ist denn der Leuchtturm? Wenn er die erste Runde verloren hat, hat er sich vermutlich irgendwo verschanzt und ist dabei, sich zu Tode zu trinken. Ich vermute, dass Martin den Leuchtturm belagert. Jetzt wenden sie sich gegeneinander. Der Admiral ist machtgierig, Martin eine falsche Schlange und der edle Lord Pendleton ein Feigling. Und Sie? Ich bin etwas enttäuscht, Corvo. Es scheint, als wollten Sie besonders brutal sein. Die Reisen mit Ihnen waren interessant. Aber heute sehen Sie mich zum letzten Mal, Sir. Leben Sie wohl. Meine Hoffnung ist, dass Emily alles heil übersteht. Kein Problem, Samuel. Ich bin unterwegs. Gebietskarte. Leuchtturm und Festung King Sparrow. Okay, und da, ach so, da bin ich. Ach du Scheiße. Super. Okay, von dem habe ich auch genug. Ja, dann machen wir uns mal auf den Weg. Optional finde Pendleton. Pendleton soll ja angeblich eine Tour im Turm sein oder so. Och, ist das euer Ernst? Fuck. Wo soll ich denn dort lang? Warum kann ich da nicht hoch? Das ist doch scheiße hier. Wie weit dreht sich denn das Kackteil? Ich schwimm da jetzt rüber. Was anderes bleibt mir hier gerade irgendwie nicht so wirklich übrig. Doch. Vielleicht hier lang. Okay, maybe habe ich hier gerade einen guten Weg gefunden. Was? Zum Teufel. Okay, Main Trains. Hier war doch gerade einer. Wo ist denn der hin? Ah, okay, da ist der. What? Huch! Das wäre fast in die Hose gegangen. Hüpf doch rauf, Corvo. Sollen wir uns heute Abend auf Whisky und Zigarren treffen? Ja, kein Zweifel. Nice. Wo? Okay, das. Oh! Okay. Vielleicht kann ich aber auch hier lang. Das wäre natürlich noch awesomer. Alles klar. Das hat sogar funktioniert. Shit. Shit, 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 shit. Fuck. Warum kann ich denn da nicht hoch? No! Das wäre fast in die Hose gegangen. So. Huch. Scheiße. Das ist scheiße. No, wo ist meine... Da. No! Fuck you! Scheiße, scheiße, scheiße.
Ich hab Kacke gemacht. Ich hab Kacke gemacht. Nicht nach dir suchen. Such doch nach mir. Ist doch mir Schnuppe. What? Fuck. Ah, okay. Ich glaube, das war ein klitzekleiner Fehler. Okay. Das ist auf jeden Fall nicht der richtige Weg. Würde ich schon fast sagen. Schluss mit dem Versteckspiel. Zeig dich. How about no? So, komm. Okay, das Teil könnte mich sehen, oder? No. Ich will... So, genau. Ich will meine Lieblingskraft haben. Okay. Das Teil muss ich irgendwie ausschalten. Aber wie? Das ist hier die Frage. Okay, ich nehme mir das mal. Okay, hier ist nicht der richtige Weg. Dort auch nicht. Wo ist denn hier die What? But how? Scheiße, das Teil kommt. Guck, zurück, wie auch immer. Kacke. Vielleicht dort unten. Würde ich jetzt einfach mal vermuten. So ist es doch immer. Oh! Da ist ja noch einer. Wo kommst du denn auf einmal her? Ich glaube, dein Kopf ist gerade weggeflogen, Kollege. No! Fuck you. Boah, dieses Ding geht mir langsam auf die Nerven. Da muss ich ganz ehrlich sein. Kriege ich das denn irgendwie ausgestellt? Okay. Weg hier. Weg. Und ich weiß immer noch nicht, wo lang. Wie komme ich denn jetzt da rein? Pier A. Wo kommst du denn? Wie die Ratten. Ich schwöre es. Wie die Ratten. Scheiße. No! Okay, tschüss. Ich habe bald keine Dings mehr. Keine, ihr wisst Bescheid. Ich habe langsam keinen Bock mehr hier auf die Scheiße. Kann ich hier irgendwie durchrennen? Ohne, dass mich das Ding da sieht? Das wäre selbstverständlich awesome und das versuche ich jetzt einfach. Ich versuche jetzt einfach andersherum. Tschüss! Fucking Shit-Ding da, ey. Das geht mir so auf den Geist. Das ist unglaublich. So. Jetzt laufe ich einfach hier lang. Oh, jetzt ist da noch so ein Teil, ey. Boah, hier ist überall irgendetwas. Könnt ihr... Huch! Fuck. Könnt ihr nicht damit aufhören? No! Falscher Knopf. Falsche Macht, besser gesagt. Oder Kraft, oder wie ich es auch benennen mag. What? Huch. Ich glaube, das ist nicht so gewollt. Schlechter stehen. Wenn ich bei Pendleton wäre, würde ich über die Klippe fliehen. Wir können das Gebiet kaum bewachen. So.
Komm her. Und tschüss. Okay, der ist weg. Oh, cool. Da habe ich sogar was gefunden. Aha! Da haben wir auch einen Weg. Wo ein Wille ist, da ist auch ein Weg. Bolzen. Das tut uns gut, denn wir haben fast keine mehr. Okidoki. Out of order. Torausstieg. Ich habe keine Ahnung. Hallo? Jetzt bleibt er an dieser behinderten Kante hängen, oder was? Wo führt mich dieser Weg hin? Aha. Geöffnet mit einem Hebel oder Schalt? Oh oh. Okay, dahinter ist ja jemand. Aber wo ist denn dieser scheiß Schalter dafür? Who is this? Okay. Und regeln das wie ein echter Mann. Die Aussicht ist toll hier oben. Ich bewege mich nicht. Spielen Sie jetzt nicht den Helden, Sie wertlose Missgeburt. Holen Sie mich doch, wenn Sie so stark sind. Mal sehen, wie das ich habe keine Ahnung, was ich hier gerade tue. Was ist da los? Okay, ich glaube, hier sind wir richtig. Weil sobald sowas kommt, dann weiß ich, ich bin hier auf jeden Fall richtig. Pendleton ist da oben. Und Martin da hinten. Ich glaube, ich hole mir erst Pendleton. Oh, fuck. Scheiße. Huch. Jetzt bin ich direkt runtergefallen. Aha. Wo führt mich dieser Weg jetzt hin? Du durchschaust hier nichts, damit das mal klar ist. Was ist denn jetzt hier wieder los? Ich bin ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung, was hier los ist. Es sind so viele Gegner. No! Schnauze! Okay. So, die schmeiß ich auch nach unten. Arrivederci. Ach, da unten ist so ein Dingens, glaube ich. Aua. No. Da. Wo komme ich denn jetzt? Oh, fuck you. Hä, was soll ich denn hier? Pendleton ist 20 Meter über mir. Ich hatte ja keine Ahnung. Ich dachte, wir hätten schon gewonnen. Der Lord hatte recht, sich das Mädchen zu schnappen. Der Admiral war nur schneller. Seine Lordschaft hat den Karren ziemlich in den Dreck gefahren. Das kannst du laut sagen. Herr Block ist oben auf, Martin am Tor und wir in der Mitte. Und unser Lord verwundet. Maulheim, alle beide. Wir sind Pendleton's Männer. Ob leben oder sterben, dem bleiben wir treu. Das sagt ihr, ihr kleinen Dödel. Ich hoffe, mich sieht jetzt keiner. Ich sterbe, Ren. Dieser Bastard hat mich erwischt. Ich hätte sie alle töten lassen sollen, als ich die Chance hatte. Sagen Sie sowas nicht, mein Herr. Erst meine Brüder, dann ich. Hallo! What? Okay. Okay, das haben wir erledigt. Super. YouTube, ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wir haben es geschafft mit deinem Trick 17. Und ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.